In der Nacht auf Sonntag, den 12. März, gab ein 30-Jähriger an, seine Lebensgefährtin tot aufgefunden zu haben. Die Leiche wies mehrere Verletzungen auf. Der Mann wurde festgenommen. Was ist jetzt da genau im Bezirk Raber, in der Gemeinde Raber bei Graz passiert? Ja, der 30-Jährige hat angegeben, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag seine 33-jährige Lebensgefährtin tot aufgefunden hat. Er hat darauf den Notruf verständigt und die Polizei und der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Person feststellen. Das Landeskriminalamt Steiermark hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Was weiß man? Gab es sichtbare Wunden, Messerstiche etc.? Was weiß man darüber schon? Gestern am Nachmittag, also Sonntagnachmittag, hat eine gerichtliche Obduktion stattgefunden und dort ist festgestellt worden, dass massive Gewalteinwirkung auf die Frau eingewirkt worden ist. Was heißt es? Die Frau wurde geschlagen oder gibt es da schon Details? Ja, Todesursache war massive Gewalteinwirkung auf den Halsbereich. Das heißt, aufgrund der Sauerstoffunterversorgung ist die Frau dann verstorben. Was weiß man? War das ein verheiratetes Paar oder lebten die nur zusammen oder lebten die getrennt? Was weiß man darüber? Ja, sie haben zusammen gelebt dort. Sie waren auch gemeinsam in dieser Wohnung gemeldet. Gab es da vorher schon Vorkommnisse? Weiß man etwas, wie die dort gelebt haben oder ob es vorher schon Aktionen gab, wo die Polizei arbeiten dabei musste? Ja, es gab auf alle Fälle, also die zwei Personen waren bereits amtsbekannt. Also die örtliche Polizei hat schon das ein oder andere Mal mit den Personen zu tun gehabt. Warum? Was gab es da schon für Vorfälle? Ja, es gab zum Beispiel Diebstahlsvorfälle oder im Bereich der Verwaltungspolizei. Aber mit Gewalt oder was bei den Pärchen ist noch nichts bekannt gewesen vorher? Ja, es hat auch schon Gewalt Delikte gegeben. Wie schaut es jetzt aus? Wie wird jetzt weiter vorgegangen? Ja, jetzt stehen noch Vernehmungen an, beziehungsweise werden im gesamten Fall noch Ermittlungen vom Landeskriminalamt geführt. Weiß man etwas über dieses Pärchen, was die gearbeitet haben, was die gemacht haben? Näheres ist derzeit noch unbekannt. Die Gemeinde Raber, sie zählt ca. 2.500 Einwohner am Stadtrand von Graz, die ist schockiert, denn in der Nacht von Sonntag, den 12. März, gab ein 30-Jähriger an, seine Lebensgefährtin tot aufgefunden zu haben. Die Leiche wies mehrere Verletzungen auf, der Mann wurde festgenommen. In den frühen Morgenstunden setzte der 30-Jährige aus Graz Umgebung einen Notruf ab und gab an, dass er seine Lebensgefährtin leblos in der Wohnung hinter mir hier in diesem Haus aufgefunden hätte. Eingesetzte Beamte und der Notarzt fanden die 33-Jährige dann leider nur noch tot auf. Das Landeskriminalamt Steiermark übernahm daraufhin die Ermittlungen. Sonntagnachmittag fand die angeordnete gerichtliche Obduktion an der Leiche statt. Es konnten zahlreiche Verletzungen festgestellt werden, die offensichtlich nach stumpfer Gewalteinwirkung entstanden sind. Die Gerichtsmedizinerin stellte Sauerstoffunterversorgung als Todesursache fest. Die Sauerstoffunterversorgung dürfte als Folge massiver Gewalteinwirkung auf den Hals der 33-Jährigen eingetreten sein. Das heißt, sie wurde vermutlich erwürgt oder so lange auf den Hals geschlagen, auf den Kehlkopfbereich, dass sie dann keine Luft mehr bekam. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Obduktion ordnete die Staatsanwaltschaft eine Festnahme des Lebensgefährten an. Beamte des Landeskriminalamts und der schnellen Interventionsgruppe SIG nahmen den 30-Jährigen anschließend fest und verbrachten ihn in das Polizeianhaltezentrum in Graz. Bei der anschließend durchgeführten Vernehmung gab der 30-Jährige an, dass er mit seiner Lebensgefährtin eine große Menge an alkoholischen Getränken konsumiert habe. In der Nacht sei er aufgewacht und habe die 33-Jährige leblos neben ihm liegend vorgefunden, weswegen er dann auch diesen Notruf absetzte. An eine Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin könne er sich nicht erinnern. Weitere Ermittlungen sind momentan noch im Gange. Das Einzige, was man weiß, die beiden waren, so kann man sagen, amtsbekannt. Es gab immer wieder Probleme und Polizeikontakt mit ihnen. Und auch hier haben die Nachbarn bestätigt, war öfters die Polizei vor Ort, auch wegen Gewaltdelikten. Im Hintergrund, man sieht es, dieser alte, leider Gottes sehr verwahrloste Bauernhof, innen sieht es aus, als wäre da sehr viel Gerümpel gelagert. Der war die Wohnstätte des Pärchens, die so laut Polizeiangaben nicht miteinander verheiratet waren.
Mike, du hast gerade angesprochen, die Nachbarn haben dir bereits von Gewaltdelikten erzählt. Auch immer wieder sei die Polizei hier gerufen worden. Auch in dieser Nacht ist es zu Szenen gekommen, zu Schreien, die vielleicht die Nachbarn hier wahrgenommen haben. Haben diese irgendetwas in der Nacht von Samstag auf Sonntag wahrgenommen? Nein, bis dato habe ich da noch nichts gehört, dass Sie etwas wahrgenommen haben. Was sich da genau ereignet hat, das ist eben noch fraglich, aber das werden die Befragungen des Tatverdächtigen dann zeigen. Sicher ist eins, es wurde eine große Menge Alkohol konsumiert und das war, so wie man auch von den Nachbarn hört, da nichts Unübliches, dass da eifrigst und viel getrunken wurde.